Wie man auf dem Satellitenbild sieht, gibt es ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet. Am Morgen scheint die Sonne im ganzen Land weiter. Nördlich des Mains wird es ab Mittag wolkig bis heiter. Im Süden bis zu den Alpen bleibt es wolkenlos schön, mit hohen Temperaturen. Und in München gibt's Föhn. Vermutlich hätte es manch einer gern etwas kühler, doch wird's von Sekunde zu Sekunde immer schwüler. Dann wird es zusehends zunehmend erhitzt. Und wer sich nicht abkühlt, wird sehen, wie er schwitzt. In Bodennähe könnte es feucht sein, vielleicht kommt ein Wind auf, doch man darf nicht enttäuscht sein. Der bläst erst ganz sacht, nur ich weiß auch nicht woher. Dann wird er langsam stärker und mehr, dann wird ein richtiger Sturm daraus. Mama, man hält es fast gar nicht mehr aus. Ein Hauchen zuerst nur, ein ganz leises Säuseln, ein Wehen ganz sanft, ein zärtliches Kräuseln, ein Streicheln fast nur. Dann wird es langsam mehr und dann ziehen und schieben wie von überall her, ja? Also ein Drehen und Wenden und Winden und Wanken, ein Vor und Zurück, ein Taumeln und Schwanken, zwar nicht gewaltsam, doch sehr machtvoll und kräftig und zupackend, mitreißend, wilder und heftig. Dann wird es ein Tosen, ein Toben, ein Beben, den kann man, den will man, muss man sich ergeben. Dann ziehen mehrere Gewitter näher, ja, entladen sich teils später, teils eher, mit Donnern und Blitzen in wohligen Schauern. Und bis sie sich legen, meine Damen und Herren, also das kann dauern.